Heute Morgen wurden die nächsten Folgen der umstrittenen Harry und Meghan-Doku bei Netflix veröffentlicht. Und nachdem die ersten drei Teile noch vergleichsweise harmlos waren, zumindest was die Angriffe auf das Königshaus betrifft, geht's jetzt wirklich richtig zur Sache. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn wir geblieben wären. Der Wachdienst wurde abgezogen, obwohl jeder in der Welt wusste, wo wir sind. Wir mussten weg. Wir sind auf dem Flug in die Freiheit. Dieses Konstrukt aus Lügengeschichten. Ich wurde den Wölfen zum Fraß hingeworfen. Sie haben Leute beauftragt, diese Geschichte zu verbreiten. Sie haben gelogen, um meinen Bruder zu beschützen. Die Wahrheit hätte uns geschützt. Prinz Harry und Meghan Markle. Die zweifelhaften Royals. Sie wollten nur frei sein. Frei sein, um sich zu lieben und glücklich zu sein. Und ich fand das gut. Man muss alte Kapitel abschließen, um neue zu beginnen. Nur so konnten wir uns das Zuhause schaffen, das wir immer wollten. Ich fand immer, dass es einen Kampf wert war. Ja, Kritiker werfen Meghan ja schon lange vor, Verschwörungstheorien zu verbreiten und paranoid zu sein. Mhm. Ich schließe mich da ein bisschen an. Naja, sie glaubt halt, dass das Königshaus der Presse negative Informationen über sie gesteckt haben. Wie gesagt, Beteiligte sagen, das ist paranoid. Kann da trotzdem was dran sein, Hauke? Ja, also ganz unwahr ist das sicherlich nicht. Also wir wissen, dass der Palast natürlich viele Mitarbeiter hat. Es gibt dort unterschiedliche Interessenslagen natürlich. Die haben ja auch, die verschiedenen Royals haben verschiedene Mitarbeiter, die natürlich alle eins wollen, dass ihr zuständiger Royal in der Öffentlichkeit gut aussieht. Aber Meghan und Harry fabrizieren das jetzt so, dass im Grunde der ganze Palast gegen die gearbeitet hat. Okay, wir sehen hier gerade Bilder. Wir sehen auf der einen Seite Meghan, die dort zusammenbricht, weint. Alle Szenen aus der Doku. Und auf der anderen Seite sehen wir Kate, ganz, ganz aktuelle Bilder, wie sie den Weihnachtsbaum schmückt. Jetzt könnte man sich natürlich schon fragen, ob das so ein bisschen so eine Gegenkampagne ist, dass man zeigen will, die Böse, hey, hier, und die Gute. Ja, also bei uns ist alles harmonisch. Wir schmücken und wir lassen uns von diesen ganzen Attacken überhaupt nicht beeinflussen. Bei uns ist heile Welt. Kann man das so deuten? Absolut. Nichts, was da so plötzlich rauskommt, auch Weihnachtskarten oder auch dieses Clipping, was wir jetzt sehen, kommt einfach jetzt so an die Öffentlichkeit. Es sind ja noch ein paar Tage bis Weihnachten. Das hätte man jetzt auch morgen oder übermorgen machen können. Nein, das kommt natürlich jetzt punktgenau heute, wo die letzten drei Folgen der Netflix-Dokumentation rauskommen, wo es ja noch mal auch wirklich ganz konkret um den Ausstieg von Meghan und Harry aus der Königsfamilie geht. Also da sind wir alle jetzt wahnsinnig gespannt drauf. So, natürlich wird das von den zuständigen Mitarbeitern jetzt auch rausgegeben, dass man sieht, bei Kate und William, da ist Weihnachtszeit, man ist besinnlich, man ist in der Familie, man hält da zusammen. Das ist natürlich ein Gegenstück zu dem, was jetzt heute an Vorwürfen aus den neuen drei Teilen kommt. Wie sind denn die Reaktionen so in Großbritannien auf das, was bisher da rausgelassen wurde? Die Presse ist ja eben als Feind dargestellt worden. Auch entsprechend kann ich mir vorstellen, ist das Echo auch wieder verheerend? Das ist knallhart. Ich glaube, es ist klar, die britische Presse wird Meghan und jetzt auch Harry nicht mehr lieben, wobei Harry ja früher wirklich der Liebling auch der Presse war. Da wird es, glaube ich, keinen Frieden mehr geben. Und natürlich ist die britische Presse, da müssen wir uns auch nichts vormachen, auch ziemlich heftig unterwegs in der Sache. Aber mit einigen Kritikpunkten sehe ich so, haben sie aber auch tatsächlich recht. Es wird hier eine Geschichte inszeniert. Es wird ja im Trailer, haben wir es ja gesehen, ihr auch, von einem Flug in die Freiheit gesprochen. Also Meghan und Harry wussten ja vorher, auf was sie sich einlassen, was das für Aufgaben sind und was man auch für Dinge aufgeben muss fürs Königshaus. Das war jetzt nicht neu für die. Und sie bezeichnen das jetzt so, wir werden den Wölfen zum Fraß vorgeworfen. Wir sind die Scapegoats, sagt sie, also die Sündenböcke. Ne? Wir sind in die Freiheit weg. Das ist also auch ein Wording, was ich ein bisschen, also finde ich einfach zu krass. Danke, Hauke. Auf jeden Fall morgen nochmal großer Harry und Meghan-Tag, würde ich sagen, ne? Wenn wir sie dann alle heute Abend geguckt haben. Thomas, du guckst auch? Ja, natürlich. Ja, klar. Ich war ja immer Team Meghan und naja, ich guck's mir an. Bin mal gespannt, ob Thomas seine Meinung dann spätestens vielleicht morgen endlich ändern wird. Hauke Herbst, danke für den Besuch im Studio.